Stockmeier, ich will nur wissen, ob Sie schon zurück sind. Aha. Aha. Großartig. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten. Ich bin in 10 Minuten drin. Wir telefonieren. Geben Sie das Herrn Thalhuber. Ja, der Chef verlangt aber immer 30 Pfennige fürs Telefon. Geben Sie mir eine Quittung. Endgültige Klarheit haben wir natürlich erst, wenn diese Dame Anna oder wie sie heißt, sich meldet. Und soweit ich das Verhältnis der beiden übersehe, wird sie sehr bald wieder auftauchen. Ist das alles? Haben Sie was Besseres zu bieten? Allerdings. Dr. Watzmann hat uns belogen. Also ganz kurz und präzise. Erstens, er hat sein Büro nicht erst am Nachmittag verlassen, sondern schon um 11.30 Uhr. Zweitens, von etwa 1 Uhr an war er zu Verhandlungen in Bad Tölz. Gegen 16 Uhr ist er von dort wieder weggefahren. Und drittens, der Unfall passierte genau hier, keine 10 Kilometer nördlich von Bad Tölz. Was sagen Sie nun? Gratuliere. Sehr begeistert klang das gerade nicht. Entschuldigen Sie, mein Junge. Aber mit den Jahren freut man sich nicht mehr so richtig, wenn es einem gelingt, einen Menschen zu überführen. Und noch haben wir ihn nicht überführt. Gehen Sie gleich zu Dr. Watzmann ins Büro und beschaffen Sie sich den Anzug, den er am vergangenen Mittwoch angehabt hat. Aber fragen Sie vorher jemand, welchen Anzug er getragen hat. Aber lieber Herr Pommer, das kleine Einmaleins habe ich doch bei Ihnen schon gelernt. Wollen Sie ihn hierher gebracht haben? Nein, gleich ins Labor damit. Nachwuchs marschiert.